Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Dino Crisis 2. So, ich nehme jetzt auch nochmal direkt eine kleine Folge hinterher drauf, weil ich diese 5210-Nummer mir gerne merken würde. Okay, wir haben jetzt jede Menge Munition gespeichert, haben wir auch. Da steht irgendwas raus, kann ich damit irgendwas machen. Es ist ein Kontrollterminal, um den Status der Energieeinrichtung... Energiegenerierung dieser Einrichtung zu überprüfen. So rum. Es sieht so aus, als ob sie in dieser Einrichtung nur einen Generator hätten. Warum ist jetzt eigentlich der Sound weg? Kommt der jetzt wieder? Also die Hintergrundmusik meine ich. Alter! Scheiß Pelikan, ey. So, einmal hinter, gezielt. Stirbst du bitte? Danke. So. Dort ist eine Werkzeugkiste mit Reparaturwerkzeug, aber es gibt dort kein Werkzeug, das benutzt werden könnte. Der Weg hier völlig für den Arsch, oder was? Ich hasse euch, wie ihr sterbt halt einfach. Wunderbar, so. Mal tot. Danke. Dort ist ein kleiner Boiler. Er muss gebaut worden sein, nachdem sie in diese Welt angekommen sind. Kann ich jetzt dann irgendwas machen oder so? Nicht. Ja, ich muss ja das irgendwie runterkommen, aber wie komme ich da jetzt runter? Aber eigentlich war das doch ein Mechaniker, der da gelegen ist. Habe ich vielleicht den ein bisschen zu ungründlich durchsucht? Das ist natürlich blöd, ne? Weil hier gibt's soweit nichts mehr. Was habe ich mir denn aus dem... Da war ja nur der Code drin, ne? Objekt, genau. Körperschutzanzug, Security-Karte. Wird das benutzt, okay. Muss ich vielleicht nochmal hinter und genau mir die Leiche anschauen? Weil er hat, glaube ich, den Werkzeugkasten angeguckt. Beziehungsweise sie ist ja Regina. So, dann spurten wir uns noch hin. Ey, diese fucking Vögel. Ey, das kannst du jetzt mal schön bleiben lassen, ey. So. Dort ist eine ID-Karte in seiner Hemdtasche. Hörst mich an, die ID-Karte. Toll. Da eben ist falsch ausgesehen untersucht. Ich hasse dich, Vogel. Ich hasse dich, Vogel. Heilung, ein großes Medipack und Gutes. So. Ich hoffe übrigens, dass ich dann mit Dylan auch die erweiterte Ausrüstung habe und nicht dann die Ausrüstung nochmal kaufen müssen würde. Wäre nämlich doof. So, warte mal, wo muss ich jetzt eigentlich rein? Das war doch hier hinten. Genau. So, also benutzen wir die Mechaniker-ID-Karte. So,
5, 2, 1, 0. Sicherheitscode bestätigt. Du kannst den Aufzug benutzen. Dankeschön. So. Er führt zu der Einrichtung unter Wasser. Möchtest du den Aufzug benutzen? Si, Senor. Passage zum Sub-Level. Der Stille. Irgendwie scheint mir gerade der Ton ein wenig abgekackt zu sein vom Hintergrund. Musikalischen Erlebnis. Sublevel Aufzug. Oh Mann, ich ahne Schlimmes. Ich glaube, ich weiß, wie das so grob was kommen wird. Dieses Terminal steuert die Energie aller Maschinen in diesem Raum. Die Energie des Aufzugs und des Raums, in dem sich der Tauchanzug befindet, ist abgestellt. Auf dem Bildschirm wird das Programm zum Neustart der Energie angezeigt. Möchtest du das Programm neu starten? Ja. Reactivating main power. Please check computer until power is supplied to all devices. Warning. When power is overloaded, this reactivation process will be suspended. The power has been overloaded, suspending the reactivation process. Das war doch mal klar. Mal wieder. Kann in diesem... Du hast es nicht geschafft. Versuchst du es noch? Nein. Ich muss erst mal gucken, was das für Sachen überhaupt sind. Ach, oder muss ich einfach den Knopf drücken? Ich hätte gedacht, dass ich hier irgendwelche Komponenten nochmal vorher an, aus, um... Ah, das ist eine Karte. Oder überschalten muss, oder so, ne? Hier. Also Bescheid. So, mal hier runter. Dann stoppen wir uns nämlich noch dieses kleine... Da, dieses kleine Kärtchen hinten und gucken. Achso, da kommt's hoch. Und da ist ein Anzug. Der wird uns genau passen. Was ein Zufall. An Bob. Ich habe gehört, dass du jetzt für diesen Bereich zuständig bist. Zum Anlass deiner neuen Position hinterlasse ich dir ein Geschenk. Ein Memo, das dir nützlich sein könnte. Es handelt sich um den Start der Energie. Sogar wenn du das Energiestartprogramm benutzt, wird dieses oft unterbrochen. Richtig. Nun, das passiert, weil die drei Steuerungsterminals nicht richtig funktionieren. Hier ein paar Tipps, was du tun kannst. Wenn du das Programm startest, überlädt es sich schnell und die Lampe wird rot. Auch richtig? Ja. Wenn das passiert, musst du ihm einfach einen Schlag mit einem elektrischen Gerät versetzen. Dadurch wacht das Ding wieder auf. Viel Erfolg, bis bald, Mike. Danke für den Tipp, Mike, auch wenn ich nicht Bob bin. Dort ist ein Tauchanzug drin. Du musst die Energie reaktivieren, um den Anzug zu erhalten. Minu. Weißt du, so schlau ist das System? Weißt du, dass ich das noch gar nicht gemacht habe? So, auf. So, starten wir das Ding. Patschen wir ja auf der, ne? Genau. Bla 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 bla. Ja. Reactivating main power. Please check computer until power is supplied to all devices. Okay. Warning. When power is overloaded, this reactivation process will be suspended. Ich weiß. Lotte! Lotte! Das musst du schnell sein. Lotte! Gut. Das war eng. Das war sehr eng. Nein, 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 nein! Ui. Haben wir es jetzt bitte? Danke. Restored.
Okay, Freunde, ich beschwere mich nie wieder über fehlenden Hintergrundsound. Ja, die Soundsamples waren doch nicht so wirklich umfangreich. Du hast Tauchanzug. Regina hat den Tauchanzug angezogen, um in die Unterwassereinrichtung zu gelangen. Aufzugsschacht innen. Warning. Object blocking elevator shaft. Emergency shutdown. Welcome. Was zum... Oh nö, jetzt habe ich einen Grafikfehler drin. Habt ihr den Dino noch im Hintergrund gesehen? Das ist einer dieser ganz großen. Shit. Es tut mir leid. Genau diesen Fehler hatte ich ganz am Anfang, weshalb ich das Ganze neu konfiguriert hatte. Dann ging's eigentlich auch wieder. Na, ist schon auf jeden Fall halt so ein Riesenfilm und so, ne? Glaube ich, ist verstanden worden. Schön. Okay, dann breche ich hier ab und werde das nächste Mal hoffentlich das Ganze hier repariert haben. Na gut, Freunde, wir sehen uns an ziemlich genau dieser Stelle weiter. Dann seht ihr das Video richtig und ich habe das alles hoffentlich gepflegt. Scheiße. Na gut. Ciao.